Gut. Was ich eigentlich sagen wollte, falls es so im Hintergrund ruckelt oder man sich denkt, was ist das? Das ist einfach mein Controller, der auch angeschlossen ist, der ja hier so eine Rumble-Funktion hat. Hier dieses Force Feedback. Und immer wenn ich diese Schleifen aufsammle, dann geht der halt los. Und da liegt ein Schlüssel. Ich glaube, der könnte wichtig sein. Und hier liegt schon wieder so viel von diesem Getränk. Lock door when going to bed. Ganz genau. Das sind die Customers für das. Das hängt hier. Achso, ist nur ein Tower. Also ist nur so ein. Irgendwas. John S. Have you seen this music box? Gut. Das ist immer noch das Lighthouse. Ach, wir sind in der A Bar. crow with an injured wing, just lying there on the beach. I imagine this was almost a second home to most of the fishermen who lived here. There was a strong reading when you walked in. There's a story to be told here. I think you better keep looking. Danke für den Hinweis. Aber das hier hinten ist bestimmt auch ein Hinweis. Hier dieses mit der Musicbox. Die muss ich finden wahrscheinlich. Die macht sogar Geräusche. Passiert hier irgendwas? Nö, passiert nichts. Kann ich nicht antatschen. So cool dieses Bild auch ist es immer noch irgendwie langweilig, weil zu viel Blau auf dem Bild zu sehen ist. Da müsste noch, wäre hier noch ein Schiff in der Mitte. Sähe das richtig cool aus, würde ich sagen. Die Combination ist 1513. Das schreibe ich mir besser mal auf. Schreibe ich mir jetzt mal auf, weil wer weiß, wann dieser Safe kommt. Und ja, weil sonst habe ich den da bis dahin vergessen. Dann weiß ich nur noch, irgendwo stand der Code. Und das wollen wir ja nicht. Weil ich versuche das hier durchzuspielen, ohne wirklich verpeilt zu sein. Ui, kann ich Dart spielen? Anscheinend ja nicht. Und hier stehen überall leere oder so halb leere Gläser, aber irgendwie, ich kann damit nichts machen. Aber die Gitarre kann ich spielen. And that's beautiful. Da geht's raus, das wollen wir aber noch nicht. Gehen wir erstmal hoch. Was haben wir hier? Hier geht's auch nochmal raus, das wollen wir immer noch nicht. Ah, und hier ist das nächste Rätsel. Wie schön. Hierfür brauche ich den Schlüssel. Hä, ich habe doch den Schlüssel dafür, oder? Ist das nicht der Schlüssel dafür? Schade, warum ist das nicht der Schlüssel? Wäre ja wahrscheinlich zu einfach gewesen. Hier ist das Klo, das Waschbecken, das Fenster. Vielleicht ist der Schlüssel auch im Safe. Nur muss ich den Safe finden. Leave the key in the safe. Damit sie in den Raum rein kann.
Wenn ich jetzt nur noch wüsste, wo der Safe ist. Dann, jetzt habe ich gerade ein Brain Lag. Wenn ich wüsste, wo der Safe ist, könnte ich da auch hin. Könnte ich auch ins Schlafzimmer. Aber anscheinend ist der Safe ja nicht hier. Aber hier ist noch so eine, noch so eine, so ein Ribbon. Did I ever tell you about an old colleague of mine who experimented with brain cell transplants? Taking them from one memory and surgically implanting them into another. An attempt to reconfigure their minds, he said. Fascinating stuff, really. Imagine what we could do with that level of scientific freedom. Ja, damit könnte, da hat sie recht, damit könnte man. It glistened in the shop window. A music box with the most beautiful decoration. A great man once worked here. Part philosopher, part engineer. His radical new ideas changed the course of history forever. Let's find out what this has to do with anything. Ist ja mal mega cool, so, so Experimente. Ach, das ist der Abel. Gut. Das habe ich mir jetzt durchgelesen. Wenn eine Tür sich schließt, öffnet sich die andere. Aber wir gucken viel zu lange auf die geschlossene Tür. Und sehen nicht, dass sich eine andere geöffnet hat. Ist bestimmt auch wieder so ein Tipp, so. Such nach einer offenen Tür und nicht nach einer geschlossenen oder so. So. Vielleicht gucke ich jetzt einfach mal weiter. Ist hier was? Ne. Ah, hier steht nochmal, wie ich diese drehen musste, aber das haben wir ja schon gelöst. Würde ich sagen, gucken wir erstmal weiter, weil. The boys used to make the fish talk. Ugh. Okay. Weil hier ging es ja bislang noch nicht so wirklich weiter. Und hier war das Bad, genau. Und hier ist wahrscheinlich dieses Zimmer. Da komme ich ja nicht hin. Dafür habe ich nicht den Schlüssel. Und ich habe bislang auch noch keinen Safe gefunden. Also gucke ich einfach weiter. Was man hier so hat, oder wo. Hä? Was ist hier? Post Office. Warum hat sich jetzt die Musik geändert? Hier ist eine Hundehütte. Aber ich gehe erstmal nach oben. Eigentlich müsste ja hier eine Verbindung sein. Naja, vielleicht haben sie das auch nicht richtig modelliert. Da oben ist eine Schleife. Cool, dass ich die gesehen habe. Aber ich glaube, ich gehe erst ins Post Office. the smell. Oder? Nee, ich gehe erst in dieses Haus, weil hier war ich noch nicht. Und hier ist auch so eine Schleife. Another one. You're really doing a very good job, Restorer. Although I should mention, the board are going to be monitoring our progress tonight. So failure to retrieve the artifact is simply not an option. Okay. Failure is not an option. It never is. Ja, das wissen wir doch. The tone, the rhythm, just listening to that melody would never get old.
Was steht hier? 0427. N, nee, Abel. Ich wollte gerade sagen N-Bell, das würde Sinn machen, aber nee. Warum höre ich das hier? Hier nicht. Kann ich das benutzen? Nee, kann ich nicht. Was hat das mit sich auf sich? Das weiß ich jetzt nicht. Guck ich mal weiter. Was haben wir denn hier? Schauer. Aber funktioniert nicht. Dann gucke ich mal weiter im Post Office. Was haben wir denn hier? Moment, was steht hier? Das kennen wir schon. Warum tut man sowas? Warum steht man Bier und anstatt es zu verkaufen, trinkt man einfach alles selber aus? Ist doch dumm. Naja. Cool, was haben wir denn hier? I will see you when I'm home. Ja. Das glaube ich jetzt mal nicht. Ist hier noch irgendwas? Und warum geht da eine Stromleitung rüber? Das hatte ich gerade gar nicht gesehen. Naja. So, ich lasse das mal oben und gucke, ob ich da unten rein kann irgendwie. Ja, kann ich sogar. Und jetzt kann ich hier sogar durch. Da. Aha. Andrew was the oldest brother and the most mischievous by far. Rob usually did whatever he was told, and Harry was too young to argue back. Did you ever hear the story of the knocker? Andrew asked in a sinister tone. The knocker? His brothers replied. Andrew was the oldest brother. Oh, ich will mir das jetzt nicht nochmal anhören. Deswegen ist es ein bisschen doof. Ich wusste ja nicht, dass das jetzt aufhört. Aber es ist halt wahrscheinlich eine Geschichte, die man sich anhören kann, wenn man möchte. Und naja, ich denke mal nicht, dass man das braucht. Gut, der weiß nicht, was der Abel hier macht und was das alles soll, aber er lässt ihn einfach. Ah, okay. Okay, da ist ein Unfall passiert in der Mine. 1966. Und es gab eine Explosion. Wahrscheinlich wurde ich dabei verletzt oder so und deswegen war ich auch beim Doktor und so. Könnte ich mir vorstellen. Damit kann ich nichts machen. Dann laufe ich mal weiter. Ja, roher Fisch ist jetzt nicht das Beste. I'm relying on you to succeed. I've been let down far too many times before, and I won't stand for it again.
What? Yes, I asked you half an hour ago. No, I want you to inject it now. I don't care. They have clearly stated the procedure's intention, so do as I ask. Sorry about that. I need to go and sort out an incompetent individual, as per usual. I'll be back shortly. Ja, kann ich verstehen. Es gibt halt manchmal Leute, denen muss man immer alles 10-mal sagen, bevor sie irgendwas machen, ja? Ja, gut, hier kann ich rein. Gucke ich mich mal um. Cool, der Typ hat einen Fernseher. Aber ich kann ihn nicht benutzen. Schade. Was haben wir denn hier? Ein Liebesletter. 0911. Okay. Der Code ist auch wichtig. Den schreibe ich mir jetzt mal auch auf. 0911. Oder? Halt. Minus 09. Ne, Moment, das Minus zählt ja nicht. 1. 1. 911. Und der ist 89, das heißt, der ist älter als ich. No, I completely disagree. What? Doch, du agrees. Brauche ich nicht, Schuhe brauche ich nicht. Okay, der scheint wohl ein bisschen älter zu sein. Wobei, wir wissen ja, wie alt er ist, aber gibt's hier irgendwas, was sonst noch interessant ist? Eine Lupe. Und irgendwie Besteck. Und Besteck. Nee. Hier auf jeden Fall nicht. Jetzt ins Dach. Da will ich nicht, erstmal nicht hin. Moment. Hier ist noch ein Zimmer. Warum ist hier noch ein Zimmer? Das ist denn Love Letter Number One. Okay, jetzt muss ich nur noch sozusagen die Response finden. Der wurde... I wouldn't exactly say orange. Ne, hier kann ich auch nichts machen. Oh, a pencil. Was labert die eigentlich immer? Naja. Hier ist nichts. Dann gehe ich mal hoch ins Dach. Oder halt ins Dachgeschoss. Ist doch bestimmt irgendwas. Your Juniper Berry, okay. Okay, das heißt, er hat den Brief wahrscheinlich erst später bekommen oder erst später gefunden. Hey, how you holding up? I got the message. You don't sound yourself when you're in there. I still can't shake this feeling that this whole thing is a bad idea. But I guess you need this. I don't know. Hey, how you holding up? I got the message. You don't sound yourself when you're in there. I still can't shake this feeling that this whole thing is a bad idea. But I guess you need this. I don't know. Gut. Also es war jetzt unnötig, dass wir uns das zweimal angehört haben. Aber das ist jetzt natürlich nicht vorbeigegangen. Aber okay. Oh cool, da ist eine Schleife. Gut. Ja.